Herzlich willkommen zu meinem siebten Grundlagen-Grundkompetenzen-Kurzvideo zu Windows 10. Ich möchte jetzt zeigen, wie man etwas rückgängig machen kann, ganz einfach mit einer Tastenkombination. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hergehe, markiere dann hier in diesem Editor Text, lösche es, kann ich das rückgängig machen, mal löschen, indem ich die Steuerungstaste Z verwende. Dann wäre es wieder hier. Das gleiche geht auch natürlich hier im Windows Explorer. Wenn ich hier die Entfernen-Taste drücke, also hier Probe lösche, diesen Ordner Probe lösche, verschwunden und wieder Steuerungstaste Z und der Ordner ist wieder da. Also in vielen Windows-Programmen funktioniert es so, wenn du die Steuerungstaste und dann Z dazu drückst, können Dinge rückgängig gemacht werden. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im nächsten Video.